Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commander Krieger. Und heute gibt es wieder Klatsch den Niggas. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt die fünfte Aufnahme. Ich nehme jetzt nochmal wieder ein anderes Team. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, damit der Niggas sich nicht dran gewöhnt. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt hier 21 Siege bringt, weil dann kann ich jeden Tag FIFA bringen bis Weihnachten. Vielleicht gewinnst du ja zu Weihnachten. In Real Life zu Weihnachten oder wenn die Folge rauskommt? So die Weihnachtsfolge. Juppie. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Also wieder jetzt eine andere Aufstellung. Das heißt, für Niggas wieder ungewöhnt, für mich aber auch. Hab jetzt Verteidigung nicht viel. Mann, Torwart wechseln, Alter. Neuer ist auch viel besser, viel bessere Stats. Warum spielt der eigentlich nicht? Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Der Neuer? Weil der echt kacke ist. Der Neuer war echt scheiße. Viel zu groß die Distanz und dann warum? Oh, ich hab echt überlegt und dann hab ich gesagt, so gut, solange wie der braucht, kommt der Pass da nicht hin. André Hahn. Was ist das denn? Bist du komplett im Kopf am Arsch sein oder was, Mann, ey? Ich drück den Scheißknopf bis ins Nirvana und der macht da so ein so verdient, ne? Da fehlt einfach die Konzentration. Och Mann, ey. Da hätte alles gepasst gerade in dieser Situation. Das wäre genau der richtige Punkt gewesen. Man kommt mit Aubameyang da durch, schön richtig widerlich. Und dann legt man den Ball auch noch richtig ekelhaft drüber. So ein richtiger Drecksweat. Und dann auch noch so ein ganzes Dreckstor. Das wäre so ein richtiges Maximum Salt-Tor. Und Maximum Salz. Oder? Hab ich keine Ahnung mit. Bin nie salzig. Das könnte gefährlich werden. Fairer Einsatz hier. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ey, setz dich doch einmal auch durch. Du hast Hunter Aubameyang da, weißt du? Und die Scheiße macht nix. Der Hunter hat jetzt auch nicht mehr Physis, ne? Muss man auch mal sagen. Ja, nee, aber Schnelligkeit, Wichse. Ja, hat er auch. DC Ort, check it out. Ah, schöner Pass gewesen hier vom Luis Gustavo. Muss man auch mal in Szene setzen. Um das Pass zu spielen. Ja, so. Osman. Bernd Leno ist zur Stelle. Wird das seine Torchance? Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Geht er rein? Oh, nur Echo. Mann, lass doch einfach durch, Alter. Er gibt Abseits. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Also so ein Abseitspfiff, ne? Kannst du dich eigentlich was schämen für. Vidal am Ball. Alaba. Das Potenzial von David Alaba haben sie in Österreich schon früh entdeckt, Buschi. Ja, hab ich. Dementsprechend hätte er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler Hoppala. Aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze der Mannschaft. Und er gewinnt den Zweikampf. Ah, Mann, ey. Ich vermisse deinen Naldo in der Innenverteidigung. Und nicht nur du, ne? Ich finde, am Naldo kannst du mal gut ausmerken, wie tief deine Abwehr steht, finde ich. Halt im Training Scheiße baut. Im Training vor allen Dingen. Damit der FIFA ein bisschen gehandelt und die meinten, so ist Quatsch, dass der Schiri da gelb rot gibt. Der Mehmet, der ist halt unqualifiziertes Stück Scheiße. Im Mehmet Yildiriz. Ah, hat den armen Naldo rausgeschmissen.
Wie machst du das? Willst du mich verarschen, Alter? Das war einfach für den Torwart. Macht so einen Spaß. Ey, ohne Witz, vor allem wenn du sehen würdest, wie ich hier dann immer so zusammenzucke. Ja, genau, deshalb. Ich kann mir das so bildlich fühlen. Da brauche ich doch nicht mal eine Webcam, weil ich merke einfach an deiner Atmung schon allein, wie so. Da trennt er ihn fair vom Ball. Aber ich. Oh. Mann! Aubameyang geht hier in die Offensive. Und jetzt der Schuss! Also Piszczek, nächstes Mal trägst du ihn bitte rein, ja? Mach ich hier, Alter. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Wird echt bald Zeit für einen Strick hier, Alter. Was? Strick. Kalu. Ich hab verstanden. Wie die spielen, da guck dir an, Mann. Der Kalu kriegt einfach kein Ding rein. Der Abschluss aber auch nicht zwingend genug. Schießt er ihn rein. Da ist der Torwart da gut gemacht. Den Gruß gesehen da, ey. Also. Hab ich. Wird's jetzt gefährlich. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt der Schuss. Oh Mann. Ist so schon gespielt. Können sie die Führung hier ausbauen. Hab ich? Der Ball kommt. Gut aufgepasst in der Abwehr. Nur mit der Brust. Müller am Ball. Und er gewinnt. Ey, guck dir doch die Scheiße da an, Alter. Komm ich hier hin, guck dir die Scheiße an. Schon wieder in der Ecke. Bender hat eine Gehirnerschütterung. Eine gute Gelegenheit. Echt? Ja. Du hast ihn gerade in die Fresse geschossen, Junge. Jetzt mal sprinten. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Hallo, ist Gustavo. Ne? Oh, so ein bisschen der Feuerwehrmann jetzt gerade in der Aktion gewesen, ne? Spiel doch einfach ab, Mann. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Sorry, aber so. Ah! Ein Tor. Das ist halt nicht Salz, das ist Puls, Junge. Puls ist das. Wieso Puls? Ja, Wut. Warum denn? Wer an? Können den mal bringen. Haben wir lange nicht mehr gehabt, den Kollegen hier. Und jetzt wollen sie wechseln. Bist du ein Wechsel? Und jetzt geht's hier weiter. Ich will ja mal Jan Sommer wieder ins Tor packen. Gute Aktion. Und da gibt's jetzt den Einwurf. David Alaba jetzt. Und jetzt. Ah, hier auch. Ganz auf Messerschneide beim Niggis. Gut verteidigt hier. Vidal. Irrisch gelöst. Emil Forsberg. Vidal. Da passt er auf. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ist klar, wie kann er den von hinten denn so stören, dass er nicht mal einen Pass spielen kann? Oh Mann. Den Ball holt er sich. Kein Bein mehr. André Hahn. André, oh! Hähnchen! Übrigens ist der Movember-Hahn. Der mit dem Bart. So, sprich, stärkere Physis. Da trennt er ihn fair vom Ball. Emil Forsberg. Jetzt Müller. Da gehe ich natürlich auch ein gewisses Risiko ein mit dem Hahn, ne? Forsberg. André Hahn. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und das Tor! Ey, ohne Scheiß, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Emil Forsberg ist eine Granate. Quitten, ne?
Emil Forsberg ist einfach eine Granate. Also, ich meine, mit Quitten, PC herunterfahren, PS4 aus dem Fenster schmeißen und ins Bett legen. Emil Forsberg, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber ist echt ein Spieler ist das. Keine Chance für den Torhüter. André Hahn. Was denn? Ich kann den Ball nicht klarer spielen. Willst du mich verarschen, Junge? 6:01, Mann. Vater hat seit einer Minute Feierabend. Das ist nicht gut, Krieger. Fick dich doch, Mann. Ja, tut mir leid, sorry, aber das ist... Sorry, was soll ich da tun, Niki? Gebrauchter Tag. Schon an Bord, ey. Ach, da hat er eine Minute Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Halbe Stunde braucht dein Vater nach Hause? Ja, nee, aber der macht, glaube ich, bis 6:30 halt noch sich Kaffee und so. Aber keine Ahnung, was. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einstein. Sven Bender! Sven Bender. Der macht sich nur Kaffee. Der kommt jetzt von der Arbeit und haut sich erstmal einen Kaffee rein, oder? Ja, wahrscheinlich einfach, einfach nur Milch oder irgendwie, keine Ahnung was. Lies noch ein bisschen Zeitung. Kalu. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut aufgepasst. Hähnchen. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ah. Dann kannst du auch rot geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Und jetzt Müller. Oh, ist heute halt Samstag? Ja. Kann doch noch vielleicht 10 Minuten mehr dauern oder noch länger, ich weiß nicht. Geht hier in die Offensive. Weil, dann holt er noch Brötchen. Und nun ein Schuss. Ey, Hans. Dein Ernst? Meine Mom steht vielleicht jetzt auch gleich auf und macht schon mal Frühstück oder so. Kannst du sagen, bist früh, frisch aufgestanden. Herr Forsberg. Ja, glaubt ihr mir. Echt? Das ist super. Nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so rumstehen muss, Papa, aber gerade wach geworden. Ja. Ein bisschen echauffiert. Weiß nicht, hatte einen Albtraum. Ja. Wir haben sein FIFA verloren. Geträumt, ihr habt zu viel FIFA verloren. Und der Hahn. Ey, ohne Witz. Ich weiß einfach, das ist verflucht heute. Ja. Ich verstehe gar nicht, womit habe ich das verdient? Eigentlich bist du das Arschloch heute gewesen. Ey. Ich? Ja. Also, was? Was war denn jetzt los? Warum hatte der überhaupt schon gelb? Das ist rot. Boah. Ja, ey, hast du das Spiel Gladbach gegen Man City gesehen? Weil da zweimal gelb-rot war? Habe ich keinen Stürmer. Ich muss erstmal gleich wechseln. Ach du Scheiße. Den Ball holt er sich. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Ey, du führst 4-0, Krieger. Warum wechselst du denn? Ich hab. Weißt du auch nicht, ne? Hast du Bock drauf? Stimmt. 3 mit dem Scheiß. Ich hab Verträge mit meinen Spielern. Und ich hab Spielzeiten, die ich erfüllen muss. Schade. Dann wundert es mich aber, dass der Ibra mal auch auf der Bank sitzen darf. Der Ibra spielt, ist in dem Team gar nicht dabei. Ja, noch schlimmer für den. Der war nicht im Vertrag. Robin. Das könnte gefährlich werden. Das ist suboptimal, das hat vielleicht gesehen auch. Tolle Aktion vom Tor. Und suboptimal, hast du es vielleicht gesehen, als dass der Leno da irgendwie hier die Ballerina macht. Oh. Es hat einer von uns Spaß. Kalu hat einen sehr guten out Schuss. Hat er da gezielt. Ja. Noch ein Tor, die Führung damit
Und nennt ihn auch Randy Orton des Fußballs. Kleine, ich meine, fünfte Folge, fünf Tore, ne? Ui, toll. In Unterzahl. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Kann man ändern. Jetzt geht den Fernschuss, nimmt er sich. Den gönnt er sich, den Fernschuss. Den hat er wohl nicht richtig gemacht. G steht für gönnen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Er nimmt ihm den Ball ab. Yes, lass es sein. Nachher bereust du es wieder, dass ein Spieler fehlt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und Douglas Costa. Wird's jetzt gefährlich. Und nun ein Schuss. Ui. Alaba gut zu. Doch noch ein Treffer hier, aber klar, drehen werden sie. Die jetzt einsteppen müssen jetzt. Mehr als Ergebnis Kosmetik ist das hier wohl nicht mehr. Nee, kann ich nur zustimmen. Jetzt kommt hier auch wieder. Ja, deutlich zurück. Imi verletzt hier. Der Treffer natürlich gut tut. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Oh, wäre eigentlich schön gewesen, ne, wenn er durchkäme. Wunderschön. Jetzt Vidal. Will Forsberg hat sich verletzt. Ja, ich merk's. Vidal. Bin ja auch ziemlich traurig. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Möglichkeit, aber völlig verunglückt. Ach, war gar kein Abseits. Ja, da war er wohl zu nervös und überhastet, um den Ball zu platzieren. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Ich würde sagen, das Spiel hier ist durch. Wir sind in der Schlussphase. Jawohl. Giri. Ja, komfortabel. So langsam können Sie hier mit der Party ja, da beginnen. Gute Möglichkeit. Das ist abseits. Alter, ich praktiziere hier gleich SM. Mach ich doch schon mit dir. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Ja, schon mal wieder ein gediegenes Siegelstein. Digges, sollen wir, ich biete es dir jetzt an, sollen wir jetzt eine Pause machen, dass du dich nochmal beruhigen kannst und dass wir das nächste Mal bei FIFA starten, wieder neu aufnehmen? Das wäre sehr, sehr gut. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung. Dann machen wir das so. Das ist eine, wir sagen mal, das ist eine Ausnahmeregel, weil ich sonst nicht nie wieder hier was machen könnte. Das ist korrekt. Das ist, tut mir leid, dass wir hier so klatschteniges. Na Board. Okay, hey, halt. Dafür möchte ich aber was haben. Was denn? Ich möchte einmal ein, egal was du gerade machst, Niggis. Ich will das haben. Eine Ich will das Karte. Wie meinst du das? So angenommen, du hast so überhaupt keine Lust auf irgendein Spiel oder so. Sag ich, ey, komm, Niggis, komm, mach. Und dann sagst du, nee, ich will nicht, ich will jetzt über Leute spielen. Dann sag ich, ey, Niggis, will das. So, der Joker. Der Joker. Okay, wir machen, ist okay. Okay, danke. So, Freunde, damit sind wir raus. Scheiße, ich glaube, ich habe gerade einen Deal mit dem Teufel gemacht. Ja. Warte mal, alles? Egal was? Hast du das gerade gesagt? Ja. Hab ich dir zugestimmt? Ja. Ja, Freunde. Aufnahme, hallo, ist nicht erlaubt hier, ne? So, Freunde. Cancel. Ah. Hallo. Was würde ich. Schreibt mir mal bitte. Schreibt mir mal bitte. Ne? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was würdet ihr vom Niggis. Nein, was würdet ihr vom Niggis haben wollen? Nein. Habe ich das nicht gerade. Habe ich gerade nicht gemacht. Doch, hasse. Ich habe gerade meine Seele verkauft. Ja, einmal. Ja, so. Schlimm genug. Aber das Gute ist. Kommt beschmutzt wieder. Das Gute ist, kann jetzt auch ins Bett gehen, weil meine Freundin kommt auch gleich wieder. Dann bin ich zumindest dann fit. Das ist 5 Siege in Folge gegen Daniges. Übrigens hier mal so ein bisschen Statistik, ne? Und dann gucken wir mal, wie weit das Ganze hier noch geht. Bin raus, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal.